So, hallo. Späte Aufnahme ist spät, aber sonst habe ich morgen keinen Part. Wir machen weiter bei Infernum. Und Punkt 1, ich habe eine neue Version bekommen, aber Punkt 2, ich will nochmal ganz kurz in unser Level, was wir nicht geschafft haben, in der Version zurückgehen, weil er hat jetzt da hinten was verändert, hat mir aber auch gezeigt, wie es geht. Deswegen gehen wir. Nein, das war eins zu weit. Nox Obscura war das Level. Achso, nee, ich habe doch einen Save an der Stelle. Moment. Genau, da ist mein Save. So. Der Punkt ist der. Normalerweise landet der Swimp, der ja jetzt bei uns hier landet, landet hier. Und dann, klar, dann schafft man es daran zu springen und ins Ziel zu kommen. Na, das ist genau das, was ich versucht habe. Dadurch, dass ich da drüben ein bisschen zu lange gewartet habe, scheint auch vielleicht durch Scrollen etc. ein bisschen was verschoben worden zu sein. Und er landet eben nicht jetzt. Versuche ich nochmal darüber zu gehen und mal zu gucken, ob es was nützt, den neu reinzuladen. Einfach nur Interesse halber. Ob das geht. Wenn es nicht geht, möchte ich gerne in dieser Version das Level nochmal bis hierhin spielen. Das war ja nicht so sonderlich schlimm. Mittlerweile kennen wir es ja. Und hier, sag schnell. Ansonsten, wenn es jetzt hier in der Version nicht geht, dann lade ich kurz die neue runter und dann, ja. Na, dann schauen wir, was er hier verändert hat, dass es jetzt vielleicht besser geht. Ja, so nicht. Also, ich muss erstmal hier rüber wieder. Ja, ich muss da ganz rüber. Ja, muss da erstmal ganz rüber wieder kommen. Ah, das wird interessant. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber, oder was? Wie habe ich denn das gemacht? Ich bin doch aber das eine Mal schon wieder zurückgekommen. Wie habe ich das gemacht? Weiß das jemand zufällig? Was ich da anders gemacht habe? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ach komm, spring ab! Spring! Oh, so nicht. Nee, ich glaube, das. Ich glaube, ich komme da nicht mehr rüber. Oder habe ich das über den Swim? Wartet mal kurz. Ah, das ist vielleicht etwas ungünstig. Ach ja, natürlich, über das Ding in der Mitte. Also, ne, hier soll eigentlich in der Mitte landen. Aber jetzt kann ich über das Ding hier nochmal rüber gehen. So, dann scrollen wir nochmal bis dahin. Dann springe ich nochmal sogar ganz weit rüber. Und dann schauen wir mal, ob was passiert, wenn ich jetzt hier ganz schnell rüber gehe. Ohne lange Umschweife. Nein. Nein. Ich will es nur mal ausprobieren, wie gesagt. Es ist wirklich. Wir wüssten jetzt, wie es geht. Aber ich will mal gucken, ob ich den Swimp jetzt so neu positioniert bekomme. Jetzt, wo ich weiß, wo er landen soll. So, also da in der Mitte soll er sein. Aber ich glaube, da sehen wir auch gar keinen Schatten auftauchen. Ne? Ich glaube, den haben wir einfach schon komplett verschoben, den Typen. Ich kann auch nochmal normal vorher scrollen. Vielleicht ändert das auch was. Nein. 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 Spring nicht an der. Spring an der Ecke ab, Mario. So, jawohl. Ja, und jetzt müsste er hier landen. Also, normalerweise müsste er. Falsche Taste. Moin. Ja, er müsste eigentlich hier landen, aber da sehen wir, da ist kein Schatten. Der kommt nicht. Der kommt nicht her. Huch. Ja. Ja, er ist wieder hier gelandet. Okay. Alles klar, wir retryen das Level. Wir retryen einmal das Level. Aber das Level retryen wir dann natürlich in unserem normalen Save. Weil wir müssen es dann ja eh von vorne spielen. So. Dann können wir auch nochmal uns jetzt alles angucken. So schlimm war das ja eigentlich nicht. Also, jetzt wenn man es weiß, ne? Wenn man es weiß, wie das funktioniert alles, dann ist das ja alles im Rahmen. Und ich versuche, möglichst schnell zu sein. Aber mich interessiert einfach, ob ich es in meiner Version noch schaffen könnte. Es muss ja, also scheinbar ja. Ob das wirklich nur daran lag, dass ich zu langsam war. Denn scheinbar eben ja. Scheinbar war es genau das Problem. Ups. Entschuldige meine Hektik.
Ah, da musste ich warten, oder? Irgendwas war damit. Ich glaube, ich musste da warten. Ja, da ist er. So. Genau. Und jetzt kommt hier das Ding. Ah, so rum war das. Scheiße. Müsste aber noch gehen. Ja, passt. Passt. Alles gut. Kriegen wir hin. So. Jetzt hüpft der da rum und zack. Dann läuft der da drüben entlang. Genau. So. Dann ist hier... Ja, jetzt ist er schon wieder weg. Ah, da ein bisschen zu langsam. Na. Und wieder rüber. Gott. Dann hier hin. Jetzt kommt hier das Springboard. Ja, da war es schon. Es ist erstaunlich, wenn man weiß, was passiert, sieht man die Dinge echt gut. Also, ne? Wenn man das schon weiß, wie das aussehen muss alles. Und jetzt sind wir nämlich schon am Ende. So schnell geht es nämlich. Ach, jetzt ist er wieder runtergefallen. Ah. Noch ein bisschen zu bald. Okay, der zappelt noch nicht. Immer noch nicht. Nee. Nee. Okay. Ah. Ah. Das ist wirklich die schwerste Stelle. Also alles andere geht klar. So, und jetzt haben wir nämlich das erwischt. Jetzt geht's gleich rüber. Und jetzt muss er in der Mitte landen. Also jetzt bin ich ja wirklich direkt rüber. Ja. Krass. Dann war es wirklich das Problem, dass wir hier irgendwie zu lange gewartet haben oder zu viel gescrollt haben. Man weiß es nicht. Krass. Na, seht ihr? Jetzt ist hier in der Mitte das Ding und dann kann ich da nämlich einmal drauf. Dann kann ich da nämlich einmal drauf und ins Ziel. Krass! Dann brauche ich die neue Version gar nicht, aber danke dafür. Nein, wir gucken es uns, ich lade, also im nächsten Part habe ich die dann einmal installiert. Jetzt gerade können wir ja erstmal weiterspielen, da, weil dann brauchen wir es jetzt tatsächlich nicht. Sehr gut. Aber er hat wahrscheinlich dann irgendwas verhindert, wahrscheinlich hat das jetzt irgendwie so gesetzt, dass man das sich gar nicht so verschieben kann, wie wir es gemacht haben. Weil so war es ja nicht gedacht, ne? Das war ja nie gedacht, dass der sich so verschiebt. So, das Level kenne ich an sich schon so ein bisschen. Also ich kann mich dran erinnern, sagen wir es so. Ja, ich weiß nur nicht mehr genau. Ach so, ja, ja, okay. Man sieht hier, was als nächstes kommt. Prima. Aber wie genau? Hä? Aber wie? Was? Aber das ist irgendwie gar nicht so richtig das Next, was da unten kommt, oder? Bin ich jetzt doof? Sieht anders aus. Aber vielleicht soll's... Ach, ich Trottel! Jetzt habe ich's verstanden. Ja, klar. Ja, und das ist dann das Ding. Okay, alles klar. Mhm. Aber wie genau? Ah, komme ich so? Also so käme ich da ran, aber ich glaube nicht, dass ich so die Säge loswerde, oder?
Hä? Ist da ein Secret? Yo, da ist ein Secret. Da ist ein Secret Exit. Ja, moin. Ja, moin. Okay, interessant. Dann jetzt ohne Secret Exit. Lul. Achso, dann geht's doch einfach ganz normal darunter, wo der Knochen trocken war. Okay. Den hätte ich nicht kaputt machen dürfen. Okay. Nein. Yes. Nein, den muss ich weiterhin... Ich muss den Goomba dann wahrscheinlich mitnehmen als nächstes. Oder so. Ich kann den aber gar nicht hochwerfen, oder? Ah, doch, kann ich. Nein. 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 Oh, der ist tot. Nein. Nein. Ich glaube, die Idee ist grundsätzlich gar nicht so schlecht, wie ich das mache, aber ich glaube... Ah, wait, so, ja, jetzt, ja, erst, ja, jetzt, so. So ist besser. Nein, der killt den immer. Er hat es gerade gemacht, dass er nicht gekillt wird. So. Jetzt behalten wir den schön. Jetzt kommen wir nämlich hier rüber. Ah, den hätte ich umdrehen lassen müssen. Mein Fehler. Das war da oben mit dem Next. Konnte man das absehen. Zack. Das war nicht so gut. Darf ich den nicht mehr benutzen? Ah, wahrscheinlich darf ich den nicht mehr. Oh, okay. Ich muss den dann da runterwerfen. Also ich muss irgendwie darüber kommen. Ohne dass der halt direkt... Ah, verstanden. Ja, okay. Nice. Midway Point. Okay. Und wenn man den Block jetzt noch hätte, dann könnte man sogar noch hier den Mond sich holen. Na, so könnte man den Block dann nämlich mitnehmen. Ich glaube, ich muss den Block sogar mitnehmen. Ja, weil da sind so viel. Ich brauche den Block noch, ja. Nice. So, jetzt kann er kaputt. Okay.
Wait. Irgendwas muss hier runterfallen. Eigentlich. Was habe ich verpasst? Oh! Ah nein, ich wollte nicht safen. Ich wollte nicht safen. Den habe ich nicht realisiert, dass der da... Nein! Aber der kann doch gar nicht den Dings da drücken. Wie soll der... Der drückt doch keinen P-Switch, der Kollege da oben. Warum kommt die jetzt nicht runter? Natürlich kommt die nicht runter. Kriegt die denn jetzt runter? Vielleicht schnell hin und her oder so? Was die da wirklich mit Schwung einen Abflug macht? Ah, da muss die... Aber was soll die da unten? Also, die löst den P-Switch normalerweise eigentlich ja nicht aus. Checke ich jetzt noch nicht so ganz. Nein. Und rüber! Ah, jetzt ist er wieder kaputt. Erst den Block auslösen und rüber! Nee. So, erstmal den Block auslösen. Jetzt ganz weit rüber und zack. Hä? Die nimmt, die geht nicht mit? Aber was soll die da unten auch? Die meint, die fällt da durch, aber die löst den P-Switch normalerweise nicht aus. Solche verrückten Mechaniken wären mir sonst bekannt. Aber irgendwas in der Richtung muss ich ja machen. Also sieht man ja, das muss ja hier der P-Switch gedrückt werden. Ja, so nicht. Denke ich schon wieder zu kompliziert. Ich denke doch bestimmt schon wieder zu kompliziert. Nö! So. Also den Block kann ich auf jeden Fall nicht behalten. Der müsste hier normalerweise einen Abflug machen. Aber ich krieg nicht genug Schwung, dass die runterfliegt. Aber wie gesagt, ich wüsste auch nicht, warum die runterfliegen soll. Also, wir müssten halt mal sehen, was passiert, wenn sie jetzt wirklich runterfliegen würde. Aber das sehen wir halt nicht, weil es nicht passiert. Hey, ich bin schon wieder hyperfragt. Was ist da los? Boah, die... Ich kann machen, was ich will, die will nicht mit... Das sind jetzt auch keine irgendwie Buchstaben, die mir Scrollen angeben, ne? Nee. Nee, das nützt alles nichts. Hä? Wie löse ich den P-Switch aus? Das würde doch nur gehen, wenn ich da drauf gehe. Ganz wilde Sache. Aber also sie kommt halt nicht mal. Ich weiß nicht, wie ich die runterkriegen soll. Ich kann hier so hin und her rumwuseln, aber das ist auch nicht das Wahre. Hat das einen Grund, dass man hier so eine Lücke hat, dass man da rechtzeitig nach
Dass man die, keine Ahnung, dass man so ganz leicht rüber geht und dann kommt die runter. Also es ist aber, wäre ganz komisch. Das wäre wirklich ganz, ganz komisch. Na, die Lücke hier. Was die dafür, aber das, nee. Wann kriege ich, gebe ich dir genug Schwung, dass du da einen Abflug rüber machst? Guck mal, das ist. Die stupst auch immer. Also, vielleicht muss ich irgendwie verhindern, dass die anstupst, dass die so dann. Yo! Wenn man immer nicht weiß, ob das, was man tut, richtig ist. Aber ich komme hier ja nicht. Also, man sieht es ja, ich komme hier nicht weiter. Wir starten nochmal. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen auf dem Weg hierher. Kann ja sein. Okay. Jetzt habe ich es gesehen. Die schmeißt den runter und das darf nicht passieren. Die darf den von Anfang gar nicht auslösen. Ach so. Ja, okay. Ja, okay. Das habe ich genau verkehrt rum gelesen. Verdammt. Ja, ich habe es genau verkehrt rum gelesen. Oh Mann. Ich habe mich schon gewundert, die kann es doch nicht auslösen, ne? Es ist. Ich stehe ja echt ungünstig. Aber es müsste eigentlich gehen so. Wenn ich jetzt den nicht mitnehme. Ah, ja, so wäre es gegangen, jetzt hätte ich natürlich den Block mitnehmen müssen. Yes! Ah, jetzt muss ich es auslösen und ich muss ihn fangen vorher, okay. Ja, okay, okay, okay. Gut, dass wir nochmal neu gestartet haben. Wollte schon sagen, das kann doch nicht funktionieren, ne? Also, das hat mir ja gemerkt. Ah. Na, im Mord, jetzt habe ich gesaved. Gott, easy. Muss ich nur überlegen, wie ich den drücke, weil ich hoffe, das geht so. Yes. Oh, ich hätte schneller sein. Ah, ich verstehe. Ich hätte schneller. Ich muss schneller sein, weil damit ich hier. Den mitnehmen kann als Münze. Ja. Sonst wird es ein brauner Block. Ah. Ich will halt nur nicht genau, das ist mein Problem. Ich will nur nicht dann reinspringen. Deswegen mache ich auf Schluss zu ein bisschen langsamer. Ja, passt. Schaffen wir. Gut. Okay. Es kommen jetzt diese Dinger. Sehr gut. Weniger gut. Ja, das ist das Ziel. Okay. Na. Ah. Too slow. Ciao! Ja, fast. Ciao! Okay. Huh! So, hat sie jetzt gar nichts getan neu, oder was?
Ach, hier kommen wir jetzt hin, okay. Nee, das ist der Anfang. Ach, der Secret. Das war kein Secret Exit, das war der Normal Exit, aber es war als Secret verpackt, so wie im ersten Level. Gecheckt. Okay, dann ist aber trotzdem gut, dass wir es richtig nochmal gespielt haben. Okay, aber okay, jetzt verstehe ich, hier kommen wir zum Anfang zurück. Ah, okay, okay, okay. Gut, das war wahrscheinlich vorher schon offen, der Weg. Wahrscheinlich von dem Schloss aus war der schon offen. Okay, dann gibt es das nächste Mal dieses Level. Ich werde mir abgewöhnen, reinzuschauen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Habe ich ausgemacht? Ups.